Frau Friedli, wir haben gerade im AFT darüber geredet. So viel zu tun haben Sie schon länger nicht mehr gehabt, hä? Ja, es kam einiges aufs Goal, aber wir hatten auch mega viele Chancen. Also, ich denke, es war für die Zuschauer sehr ein guter Match gewesen, mit vielen Chancen. Und ja, schlussendlich müssen wir mit diesem Punkt leben. Ich war zuerst ein bisschen verwirrt, weil von ihrer Trainerbank aus kein Schrei kam. Aber da habe ich verstanden, sie haben sich super eingestellt auf Luzern. Das Spielsystem hat so gepackt, dass es nach einer halben Stunde gegriffen hat und Luzern richtig Mühe hatte, nach vorne zu kommen. Ist es wichtig, dass ihr euch in diesem Match so einstellen auf diesen harten Gegner? Ja, wir haben uns sicher gut vorbereitet auf Luzern. Wir haben ja erst gerade im Dezember gegen sie gespielt. Wir haben so ein bisschen gewusst, was uns auf uns zukommt. Wir hatten einen guten Plan. Und, Marisa war ein bisschen verkältet, sie hatte nicht so die Leute Stimme. Und darum war es umso wichtiger, dass wir auf dem Platz auch ein bisschen das Zepter übernommen haben. Und ich denke, wirklich nach 20, 25 Minuten ist uns das dann auch gelungen. Am Anfang haben wir ein bisschen Mühe gehabt, aber nachher, finde ich, haben wir es bis zur 85. Minute recht gut gespielt. Aber gerade würde ich sagen, Sie haben wahrscheinlich auch ein bisschen höhere Ansprüche natürlich mit Ihrer ganzen Erfahrung und den vielen Meistertiteln, die Sie schon haben. Das Team hat ab der 30. Minute dominiert. Aber irgendein ist nach 40 Minuten wieder ein bisschen nachgelassen. Was hat dort nächste Mal, dass Luzern wieder ins Spiel gefunden hat, nachdem wir endlich das Goal geschossen haben? Ja, da ist immer auch eben ein Gegner, der etwas dagegen hat, dass wir das Spiel machen. Ich finde, wir haben im letzten halben Jahr sehr gute Entwicklung gemacht. Wir bringen es jetzt wirklich zustande, um auch über eben längere Zeit das Spiel in die Hand nehmen, den Ball laufen, kommen zu vielen Chancen. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das über 90 Minuten zustande bringen und nachher vor allem dann vorne die Chancen auch verwerten. Reden wir gleich noch schnell über das Gegengoal. Ich meine, die Leute sehen Sie in unseren Interviews und Sie sind eine extrem freundlich, nette Person. Aber auf dem Platz können Sie, Sie sind die erfahrenste Goalie in dieser Liga, sicher auch der beste Goalie in dieser Liga. Sie sind Nationalspielerin. Sie sind imposant, wenn Sie auf jemandem zulaufen. Und da ist das 16-jährige Mädchen und die hat die Frechheit, sie auszutreiben und ins Goal zu schießen. Und dann kommt sie nochmal und geht auf sie zu und versucht nochmal ins Goal zu schießen. Was sehen Sie? Wie sehen Sie so Gegnerinnen? Das gibt es ja nicht immer. Ja, sie hat das sicher sehr gut gespielt. Wir müssen uns natürlich fragen, warum kommt der Pass in die Tiefe, warum kommt der überhaupt durch? Das müssen wir sicher anschauen. Sie hat es nachher sehr gut gemacht. Ich bin im falschen Moment, also ich hätte früher stehen bleiben sollen. Dann hätte ich ihr vielleicht die Entscheidung noch ein bisschen schwieriger machen können. Aber schlussendlich hat sie es einfach auch recht gut gemacht. Und ja. Und sehen Sie aber rosig für die Zukunft von der Schweiz, oder? Ja, sie hat sicher viel Talent und Potenzial. Und wir sind froh, wenn da gute junge Spielerinnen nachher kommen. Das letzte Thema, das ich mit Ihnen anschneiden möchte. Gegen Luzern hatten wir einen wichtigen Match, wo es darum ging, dass wir 10 Punkte hinter drei waren. Die Distanz verkürzt, die Distanz auch zu Basel und zu Servet. Sie sind sich gewohnt, Meister zu werden. Mit wenig Aufwand. Wie fest drückt das die Stimmung, wenn Sie sehen, hey, wir sind eigentlich recht gut unterwegs und gleich sind wir etwas weit weg von dieser Spitze, die wir eigentlich wollen? Mir stimmt es positiv. Also ich finde, im Gegensatz zu letzten August, letzten September, finde ich einen recht grossen Schritt vorwärts gemacht. Wir sind wirklich im Stand, das Spiel auch zu dominieren, auch gegen Luzern, der auf dem dritten Rang ist. Wir sind eine sehr junge Mannschaft mit wenig erfahrenen Spielerinnen. Und, ja, wir arbeiten jede Woche daran, dass wir die Distanz natürlich verkürzen können. Ich finde, wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Und die jungen Spielerinnen wollen jede Woche besser werden, zeigen, dass sie lernen wollen. Und das ist das Wichtigste. Und, ja. Wir bleiben dran. Ich kann es mir nicht verkneifen. Sie sind 2 Wochen in Südspanien mit den Nazi. Wie sehen dort Ihre Prognosen aus? Haben Sie da grosse Aussichten, ein Coup zu machen in der Schweizer Nazi und dort endlich mehr Matches zu spielen, wie wir uns auch schon immer gesagt haben, dass Sie auch mehr Einsatzminuten verdient hätten? Das ist natürlich mein Anspruch, mein Ziel. Ich arbeite jeden Tag an mir, probiere meine Schwächen besser zu machen, meine Stärken noch stärker zu machen und werde auch im nächsten Zusammenzug sicher alles geben, alles probieren und schlussendlich entscheidet der Trainer, welcher Goalie das im Goal steht. Aber es ist klar, dass jede Spielerin, die in die Nazi geht, will natürlich so viel wie möglich spielen und das ist auch mein Ziel. Merci vielmals. Danke. Frau Völmli, 4 NLA Einsätze, 4 Goal. Drei davon gegen IB. Wieso hassen Sie das Team so fest? Ich hasse es nicht. Wenn ich die Chance bekomme, probiere ich sie natürlich zu machen. Und ja, sind jetzt einfach hier gegangen.
Aber ja. Sie sind in das Spiel gekommen mit einer klaren Botschaft, anders als die letzten paar Mal, die sie gespielt haben. Sie müssen etwas drehen. Bis jetzt hat es geheißen, Svenja, wenn du etwas machen kannst, mach. Haben Sie den Druck anders gespürt in diesem Match jetzt heute? Nein, nicht unbedingt. Der Trainer hat gesagt, ich kann in der Halbzeit kommen. Ich freue mich, wenn ich spielen kann. Und schlussendlich, es ist ein Fußballspiel, so wie das andere. Ich probiere dem Team helfen, probiere ein Goal machen. Und ja. Dennoch ist, muss man sagen, es ist recht gewagt, wenn so eine junge Spielerin vor der Nationaltorhüterin steht und die einfach eiskalt ausnimmt und das Goal schießt. Woher nennt sie das Selbstvertrauen? Das ist ja nicht selbstverständlich, auch bei vielen Mannschaftskolleginnen von Ihnen nicht. Ehrlich gesagt, ich überlege mich gar nicht viel. Also, es ist ein Goal, ich probiere das Goal zu machen. Ich habe das Ziel, wenn ich aufs Goal laufe, dass ich das Goal mache. Und schlussendlich kommt nicht darauf an, was für ein Goal im Goal stand. Ich überlege mir nicht viel. Probiere den Ball ins Netz zu schlagen und wenn er reingeht, ist natürlich gut. Wenn nicht, so wie beim zweiten Mal. Ja, ich weiß, ich hätte es machen, aber gleich. Ja gut, da haben sie sich ja genug Mühe gegeben, dass der reingeht. Das ist nicht auf ihre Schuld, dass der nicht reingegangen ist, sondern gute Defensivleistung von IB. Jetzt, was denkt sich Svenja nach 4 Spielen so? Ich muss jetzt auch in diesem Team mehr spielen oder sind Sie echt zufrieden mit der Chance, die Sie bekommen? Ja, das sicher. Ich bin froh um jede Minute, die ich spielen kann, um Erfahrungen zu sammeln. Und ich denke, momentan ist es gut, so wie es ist, auch um Erfahrungen zu sammeln. Und später ist sicher das Ziel, auch länger spielen zu können, aber momentan bin ich zufrieden für das, was ich habe. Trotzdem schmecken Sie wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen Champions League-Musik, wenn es so weitergeht. Freut Sie sich da ein bisschen besonders darauf, wenn Sie jeden Match spielen und wissen, mit jedem Goal, den ich schieße, bringe ich uns näher an die Champions League. Ja, das sicher. Danke vielmals. Herr Petrazzoli, Sie stehen jetzt heute hier und sind auch an der Seitenlinie ein bisschen aktiver gestanden, weil die Cheftrainerin ein bisschen verkältet ist und die Stimme nicht hatte. Aber Sie mussten heute nicht so viel schreien. Zuerst habe ich gedacht, warum nicht? Und dann habe ich gesehen, die Taktik, die das Team eingeleitet hat für Luzern, hat perfekt gestimmt. Und ich denke, das Spiel über 40, 50 Minuten wirklich dominieren. Wie haben Sie das erlebt? Ich sehe es ziemlich ähnlich. Ich finde, unser Team hat von Anfang an sehr hohe Präsenz an den Tag gelegt, hat den Gameplan, den wir hatten, hat sie verstanden. Und wir konnten alle an einem Strang ziehen. Das ist sicher sehr erfreulich. Ich denke, so wie ihr das gesehen habt, stimmt das absolut. Wir haben in den meisten Phasen des Spiels unser Spiel durchziehen, haben aber sicher punktuell die Chancenauswertung vermissen. Trotzdem muss man sagen, es ist etwas anders für ihr Team, wenn es so gespielt hat wie heute. Damit ist sehr fest dicht gemacht, nicht zu viel Raum gelassen. Dafür die Stromläufe über die Zeit, die wir uns so gewohnt sind, vor allem von der Thais-Urni, sind etwas weniger gesehen. Ihr habt etwas geopfert, um etwas zu gewinnen. Und in der zweiten Halbzeit hat es sich dann gelohnt, habt ihr mehr Chancen gehabt und das Goal geschossen. Die gleiche Frage, die ich dann zu Rainer Friedli stelle. Warum kann Luzern die letzten 15 Minuten wieder ins Spiel zurückkommen? Ich denke, man muss etwas weiter vorne anfangen. Ich denke, wenn wir von Anfang an unsere Chancen besser genutzt hätten und vielleicht dort der eine oder andere das Goal mehr gemacht hätten, dann wäre Luzern am Schluss nicht mehr so stark zurückgekommen. Ich habe das Gefühl, das ist sicher eine Quintessenz daraus heraus. Ich denke, wir haben einiges geopfert, das stimmt. Aber ich denke, man muss es nicht unbedingt als geopfert anschauen, sondern es war eine Taktik, ein Gameplan, den wir hatten. Und ich denke, er ist über weite Strecke vom Spiel aufgegangen. Wir konnten in die Führung gehen. Wir haben sehr viele Chancen erarbeitet, das möchte ich meinem Team attestieren oder unserem Team attestieren. Das ist sehr, sehr positiv. Es ist nicht selbstverständlich gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte, die eine starke Saison zeigt. Und von dem her kann ich meinem Team nur ein Lob aussprechen. Sie sagen, die starke Saison von Luzern, die mündet die 10 Punkte Differenz fast schon. Nein, tatsächlich 10 Punkte Differenz. Heute hat man gehofft, man kann das auf 7 abbringen. Ist nicht gegangen, wie fest. Tut es einem weh oder schmerzt, wenn ihr schaut, man hat so viel Potenzial und gleich der Abstand zur Spitze, wo wir eigentlich wollen sein, der ist jetzt gross. Ich denke, wir fahren immer noch genau den gleichen Weg wie Anfangssaison. Wir haben ein sehr junges Team, wir haben sehr viele neue Spielerinnen drin gehabt, wir sind kontinuierlich unseren Weg gegangen. Wir haben im Winter sehr gut an uns gearbeitet. Wir sind Schritt für Schritt kommen wir weiter. Ich denke, das hat man heute wieder gesehen. Wenn man schaut, in der Vorrunde gegen Luzern, haben wir daheim sehr, sehr gut ausgesehen, ein sehr gutes Spiel gemacht, haben es dort nicht belohnt bis ganz zum Schluss.
Wir haben gegen Schluss der Rückrunde in Luzern eine deutliche Niederlage eingefahren, die, denke ich, von Höhe her auch nicht unbedingt ganz so verdient war oder wir das nicht so verdient hatten, sagen wir es mal so. Und heute haben wir doch wieder einen Schritt vorne machen können, haben einen Punkt können hier bei uns zu Bern behalten. Und so gehen wir unsere Schritte vorwärts. Und ich denke, auch das Adaptieren vom Matchplan von Spiel zu Spiel ist schon ein Schritt, den die Spielerinnen müssen lernen machen und muss sich das Team muss können darauf einstellen können. Und dementsprechend noch einmal bin ich eigentlich sehr, sehr stolz auf das Team, wie sie heute gespielt haben. Gleich müssen wir jetzt davon rechnen. 12 Spieltage bleiben. Man ist im Moment auf dem Platz, wo man eigentlich nicht unbedingt sein will, und zwar der Hinterteil von dem Tabellenmittelfeld. Kommt darauf ab, ob Basel gewinnt oder verliert heute. Was ist das Ziel für die nächsten 12 Match? Muss man eigentlich das Punktemaximum fast holen, dass man die Saison halbwegs zufriedenstellend abschließen kann, oder? Ich denke, wir werden gar nicht zu weit vorausschauen, sondern wir nehmen Spiel für Spiel. Wir gehen mit der Entwicklung von dem Team mit, auch als Trainerstaff. Wir wollen dort Fortschritte machen. Wir wollen jede einzelne Spielerin probieren weiterzubringen. Und unser Ziel ist das, dass wir auch das ganze Team stärker machen können. Dass wir dort weitere Schritte machen können, dass wir unsere Punkte sammeln können. Da haben wir absolut auf dem Staff absolut keine Bedenken, dass wir die Punkte werden holen. Und dann werden wir schauen, zu was es am Schluss der Saison vom Tabellen anlangt. Ihr redet vom Staff. Dazu meine letzte Frage. Marisa Wunderlin geht ja zum SFV über. Habe ich sie nächste Saison mehr vor der Kamera? Sind Sie dann eigentlich erpicht, Cheftrainer zu werden? Nein, die Frage kann ich ganz klar als Nein beantworten, weil unser neuer Cheftrainer ist bekannt, er ist vorgestellt worden. Und dementsprechend habe ich da keine Ambitionen und werde dort eigentlich den Platz auch nicht strittig machen. Ui, da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Vielleicht schneide ich die Frage ja raus. Nein, der Fairness halber zu unseren Zuschauern lohne ich sie drin und du dann auch informieren, wer der neue Cheftrainer ist. Davide, herzlichen Dank und schöne Restsaison. Merci auf einmal. Glenn Meyer, Sie sind heute nicht so ganz gut gelohnt, wie man sie kennt. Das 1:1 härter kämpft von ihrem Team. 20 Minuten sind ihr die beste Mannschaft. Ihr seid am Drücker, obwohl Ibe sich ganz klar auf euch eingestellt hat, extra in der Mitte zugemacht hat, weniger über die Flügel gekommen ist. Dennoch, nach dieser komischen Trinkpause, wo alle zurück zur eigenen Bank sind, hat das gekippt. Und bis 15 Minuten vor Schluss nicht mehr das Zepter wieder in die Hand nehmen. Was ist passiert? Ich bin nicht einmal mit den ersten 20 Minuten zufrieden. Weil ich sage, wenn wir dort zwei, drei Mal aggressiver getroffen sind, oder wir haben sogar schon den Ball gewonnen auf ganz entscheidenden Positionen im Zentrum. Und ja, wir spielen jetzt nicht super in die Tiefe, wir haben gerade wieder den Ballverlust. Ich habe am meisten Mühe mit dem Engagement. Ich habe das Gefühl, wir waren nicht richtig in den Zweikämpfen, die Laufbereitschaft war nicht rum. Und ja, da wird es schwierig gegeben, weil sobald du nicht getroffen bist, laufst du gegen sie hinten nach, weil sie sind technisch gut, sie sind spielerisch sehr gut. Und ja, ich bin auch in der Pause, ich bin geschockt, ich bin sprachlos, wie es heute war in der ersten Halbzeit. Plus auch in der zweiten, wir haben es probiert, aber wir sind nicht komplett nicht ins Spiel hineingekommen. Ich habe das Gefühl, Sachen, die sie in den letzten Match ihrem Team mitgegeben haben, hat das Team korrigiert, dafür andere Fehler zu machen. Und das ist nie gut, wenn ein Spieler ihm gehört, du spielst zu weit hinten, du musst eigentlich auf deine Position gehen. Und dann ist sie einfach nur noch auf ihrer Position, geht nicht genug hindern. Wieso hat heute dieser Zusammenhalt, der in diesem Team sonst so gut ist, und die Interaktionen miteinander, warum haben die plötzlich abgegeben in diesem Match? Ja, es ist schwierig. Wir hatten die Abstimmungen überhaupt nicht gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass die Person, die bei uns den Ball hatte, eigentlich die ärmste war, weil sie keine Anspielstationen hatte. Es ist viel zu lang gegangen, bis wir Entscheidungen getroffen haben. Wir haben auch überhaupt nicht kommuniziert miteinander auf dem Platz. Dass ich, wenn ich mich mal auf einer Halbposition löse oder zwischen einer Kette, dass ich den Ball auch wirklich verlange. Wir sind häufig schon dort gestanden, wo wir den Ball eigentlich wollten. Wir waren nicht dynamisch und es sind einfach hin und vor die Abstände nicht gestimmt. Die Spielauslösung hat überhaupt nicht funktioniert. Wir mussten sehr viel die Lösung vom langen Ball suchen, was überhaupt nicht die Idee ist. Oder wir hatten den Ball sehr häufig gerade an der Linie draussen, wo jedes Mal gerade eine Presssituation war für IB. Und das war absolut nicht ideal. Trotzdem muss man ihnen Mut attestieren. Sie lancieren in der zweiten Hälfte gerade Svenja Völmli. Sehr jung, natürlich macht sie dann, aber über das reden wir später noch schnell.
setzt sich im Spiel lange nichts an, bis dann plötzlich eine Kontermöglichkeit da ist. Das heisst, eigentlich im schlechtesten Moment von dem Team, wo wir so unter dem Schuss stehen, holen das Goal. Dann kommen wir noch ein paar Mal vor zur Arena Friedli, aber schaffen es nicht mehr, den Elan für die letzten 15 Minuten mitzunehmen. Was war jetzt das Problem? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, wir haben einfach den Angriff allgemein nicht super gespielt. Es war jeder Angriff, der irgendwie war, bis auf den, wo Thales Sabuel in der Svenja nach der Tiefe spielt zum Goal, haben wir selten einen Angriff wirklich so zu Ende gespielt, dass wir können sagen, hey, das ist jetzt ein Angriff, der Sinn gemacht hat, der eine super Kombination war. Es ist viel durch Zufall entstanden. Und ja, schlussendlich kannst du froh sein, hast du nachher überhaupt noch das Goal gemacht. Bleiben wir jetzt ein bisschen positiv, wenn man etwas Positives von diesem Match kann. Svenja Fömmli macht 4 Goal in 4 Nationalliga-Partien, 3 gegen IB. Das Goal jetzt, sie ist 16, steht vor Nationaltorhüterin, der erfahrenste Serena Friedli, und hat das Coolness, die auszunehmen und das Goal zu schießen. Wie stolz wird man dort als Trainer so bei so einer jungen Spielerin? Ja, ich denke, als erstes bringt Svenja mal ein unfassbares Talent mit, das sicher auch ein bisschen Gott gegeben ist. Und das andere ist, dass man da sicher auch muss mit der Nachwuchsarbeit ein riesen Kränzchen finden muss. Ich sage, Svenja ist noch nicht allzu lange bei mir, ich habe sie in der Morgentraining. Aber ich sage, ich will so nicht die Lorbeer auf mich ziehen, sondern viel mehr eben in unserem U17-Trainer, im Sandro Wasser und Luzi Odermatt, die ich auch einen Top-Job machen. Und sie auch wirklich dort gebracht haben, auch vor allem von der Persönlichkeit dort gebracht haben. Eben vielleicht vor einem halben Jahr oder Jahr hat sie dort, wenn sie allein von Goalie gekommen wäre, den Goalie angeschossen. Dort hat sie die Coolness, den Goalie zum Laufen. Und ja, für sie ist irgendwie, sie spielt einfach befreit Fußball. Sie liebt Fußball und es spielt ihr eine grosse Rolle, ob sie hier Nationalmannschaft shootet oder auf dem Schulhausplatz. Das ist einfach Fußball für sie und sie kennt auch den Druck in dem Sinne nicht. Sie hat einfach Freude am Shooten. Jetzt werden wir gleich wieder düster. Letzte Woche haben wir nicht über die Tabelle reden, aber ich wusste, wir reden heute nochmal. Heute hat auf meinem Telefon alles gut ausgesehen. Servette hat Schützenhilfe geleistet, hat Lugano auf die Stanz gehalten. Sie hat also mit einem Sieg das 5 und Zwecklichkeit jetzt mit dem Unentschieden. Kommt Servette nicht genug an und Lugano ist wenigstens einen Punkt näher, aber es ärgert wahrscheinlich, oder? Ja, es ärgert und gleich muss ich schlussendlich sagen, wenn ich heute den Match anschaue, bin ich froh, dass wir überhaupt hier einen Punkt mitnehmen können. Noch viel ärgerlicher wäre es, wenn du einfach jetzt Lugano gepatzt hätte und wir auch gerade noch patzen. Jetzt hast du schon einen Punkt aufholen können. Und eben, ich habe es Anfang der Saison gesagt, auch beim Spiel, das wir unten hatten in Genf, ich finde, Servette macht eine sehr, sehr gute Arbeit dort. Und ja, es wird schwierig werden, auch wenn man dort unten spielt, gegen Servette zu punkten. Und ja, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Jetzt kommt eine riesige Aufgabe für uns mit Zürich auswärts, die sicher eine Herkules-Aufgabe wird. Aber ja, wir müssen zuerst wieder schauen, dass wir die Tugenden auf den Platz bringen, mit Laufbereitschaft, mit der Einstellung, dass wir wieder bereit sind, durchs Feuer gehen füreinander, was mir heute absolut gefällt hat. Wobei ich muss sagen, ich kann das auch ein bisschen als Spieler selber. Manchmal hast du ein Match, wo du auf dem Platz stehst und du willst reagieren. Aber du kannst irgendwie nicht und es ist unerklärlich, aus welchem Grund, dass du es nicht kannst. Und wenn es heute so ein Match war, dann ist das für mich okay, dann kann ich hinten auch ein Höckchen machen. Aber wir müssen sicher eine Reaktion zeigen gegen Zürich, weil sonst wird es sehr, sehr schwierig. Das Positive aus dem, im letzten Gespräch habe ich sie gefragt, wenn sie gegen härtere Gegner gespielt hätten, hätten sie mögen wenigstens genug gut mitspielen, dass es zum Sieg reicht. Wir haben jetzt gesehen, nein, es reicht aber zum Unentschieden. Hoffentlich reicht das bei Zürich auch. Ich wünsche viel Erfolg. Danke vielmals.